Edelhandel angewiesen, denn ihre Bearbeitung von Edelmetallen und Eisen ist berühmt. Was die Noriker wirklich besaßen, waren Rohstoffe, Gold, Silber und Salz. Salzbergbau war eine Großindustrie in den Alpen. Die Römer benötigten ständig große Mengen Salz zur Lebensmittelkonservierung. Die norischen Dörfer stellten ein unwiderstehliches Ziel für die gnadenlosen kimbrischen Krieger dar, die habgierig und schwer bewaffnet auf den Überfall warten. In der Zeit, von der wir reden, dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus, hatten die Kimbern sehr effektive Schwerter, Speere und Schilde. Helme waren seltener, aber sie waren voll ausgerüstet. Aber die Barbaren sind auf mehr aus als den Reichtum der Noriker. Die nordischen Barbaren suchten auf ihrer Wanderung vor allem Land. Es ging nicht um Überfälle. Sie wollten in der Nähe der Römer leben. Die norischen Handwerker hatten keine Chance gegen die Krieger aus dem Norden. Die Noriker schicken einen Boten zu ihren Verbündeten im römischen Senat und bitten um Hilfe gegen die kimbrischen Eindringlinge. Sie wenden sich an den Aristokraten Carbo, dessen politische Aktivitäten sich damit schließlich ausgezahlt haben. Er bekleidet den Posten des Konsuls, das angesehenste Amt in Rom. Carbo befiehlt seinem Stab, den Krieg vorzubereiten. Er hat nur ein Jahr Zeit, um den Ruhm und die Reichtümer über die Schlachten zu ernten. Wir sprechen hier davon, Führungsqualitäten durch einen mannhaften Akt beweisen zu müssen. Und Mannhaftigkeit bedeutet der Erfolg auf dem Schlachtfeld. Generäle brachten nicht nur ihre eigene Familie in Sicherheit, sondern auch die ihrer Anhänger. Carbo nimmt die Herausforderung an, seine Truppen nach Noricum zu führen. Obwohl ihm jede militärische Erfahrung fehlt, ist er begierig zu beweisen, dass er mehr ist als nur ein reicher Senator. Er erreicht Noricum mit den Männern der römischen Armee im Rücken. Nach einem siegreichen Jahrhundert strahlen sie Selbstvertrauen aus. Die Kimbern behaupteten, sie hätten nicht gewusst, dass sie nicht in diesem Gebiet sein sollten. Sie schickten Botschafter. Die Barbaren hatten noch nie eine so gut ausgerüstete und disziplinierte Streitmacht gesehen. Der Kriegsherr Bojorik sagt Carbo, dass seine Leute nur friedlich heimkehren wollen. Carbo stimmt zu, sie gehen zu lassen. Aber ein Waffenstillstand bringt wenig Ruhm. Der römische General entwickelt einen Plan, um den Sieg zu erzwingen, den er so dringend benötigt. Carbo tat so, als ob er verhandeln würde. Und dann schickte er seine Truppen, um die Kimbern zu überfallen, ehe die Botschafter zurückkehren konnten. Im Glauben, der Überfall würde funktionieren. Doch Carbos Plan schlägt fehl. Der römische Befehlshaber Carbo überlistete die Kimbern, aber er tat es auf eine schändliche Art und Weise. Einige der kimbrischen Gesandten überleben und tragen die Geschichte des Verrats ins Lager der Barbaren. Wutentbrannt schwören sie, dass sie nicht fortgehen werden, bis sie blutige Rache genommen haben. Vor Christus schließt der römische General Carbo Frieden mit den brutalen Kimbern. Dann macht er kehrt und ermordet ihre Botschafter. Carbos Verrat empört die Barbaren, denen die Ehre über alles geht. Die Kimbern schwören Rache für ihre gefallenen Kameraden und schlagen schnell und zornig zurück. Plutarch schreibt: Ihr Mut und ihre Kühnheit waren unaufhaltsam. Sie stürzten sich schnellstens in die Schlacht. Nichts konnte ihnen standhalten.
Unter Führung der Kriegsherren Boiorix von den Kimbern und Teutobod von den Teutonen drangen die Barbaren in endlosen Wellen vor. Die Archäologie sagt uns, dass sie sehr gut bewaffnet waren, nicht schlechter als die Römer. Sie waren militärisch gut organisiert, mit Infanterietruppen und einem Offizierkorps. Also wissen wir einiges, jedenfalls mehr als die Römer wussten, bis es zu spät war. Konsul Carbo findet sich plötzlich fern von der bequemen und privilegierten römischen Politik wieder. Hier wird die Sprache der Macht mit Stahl und Blut gesprochen. Als Konsul und damit Oberbefehlshaber versagt er kläglich. Weil der Oberbefehlshaber nur immer ein Jahr diente, fand oft ein Amateurtheater auf dem Schlachtfeld statt. Man hatte oft untaugliche Anführer in wichtigen Positionen und gelegentlich endete das für Rom in einer Katastrophe. Die Schlacht um Noricum ist so eine Katastrophe. Die Römer wurden im Endeffekt nur von einem gigantischen Gewittersturm vor der totalen Vernichtung bewahrt. Carbo versucht verzweifelt zu fliehen. Er entkommt der Schlacht nur, um danach Selbstmord zu begehen. Denn er hat sich und Rom in den Augen der Götter entehrt. Die Götter haben die Römer gerade noch gerettet, nachdem sehr viele gefallen waren. Was sollte das bedeuten? Dass die Götter unzufrieden mit den Handlungen der Römer waren. Und dennoch halten die Römer an der Idee fest, dass nur Adlige sie zum Sieg führen können. Die Römer glaubten, alt heißt gut, neu bedeutet gefährlich. Also bevorzugten sie Männer mit einer langen und angesehenen Familiengeschichte. Während des nächsten Jahrzehnts führte eine Reihe von Adligen, alle mit mehr Arroganz als Können bewaffnet, Armeen Richtung Norden, um die römischen Provinzen in Gallien zu beschützen. Sie stellten sich den Barbaren bei Tolosa, dem heutigen Toulouse, Burdigala, heute Bordeaux, und schließlich Arausio, dem heutigen Orange. Jedes Mal schlagen die Barbaren Roms gefeierte Legionen vernichtend. Wenn wir an den Anfang des Films Gladiator denken, das ist die perfekte Darstellung, wie die Römer gerne kämpften. Sie brauchten Stunden, um die Schlacht vorzubereiten und dann den Angriff zu starten. Im Gegensatz dazu ist der Gegenangriff der Barbaren unberechenbar und verheerend für die römischen Schlachtreihen. Da waren diese Reihen von Männern. Und wenn die Person neben einem fällt, tritt der dahinterstehende in die Lücke. Da ist der Tod einem sehr, sehr nahe. Die Zahl der Toten ist erschütternd. Alleine bei Arausio werden 80.000 Römer an einem Nachmittag massakriert. Wenn eine Armee ihre Geschlossenheit verloren hatte, waren die Männer wehrlos ausgeliefert. Wenn eine Seite besiegt war, konnten die Sieger die Männer nach und nach abschlachten.